Ja, jongens, zo'n beetje van HSV. Ik melde me hier nogmaal van de arena. Ne? Also is er nog alles ruhig hier. Ik heb hier nog even Aaron Hand getroffen, der trainiert nog, we zijn separat. So, und dann wollte ich noch was zu Dortmund sagen. Also wir sind ja nicht chancenlos. Also ein Fußballspiel dauert 90 Minuten, also so ist das ja nun mal eben. Nur wir müssen unsere Chance suchen, dass es bei Ecken, Freistößen und sonstigen Standards. Und da muss jemand anders schießen, die Ecken, die auch richtig präzise kommen. So sehe ich das. Aber sonst ist alles top hier, schönes Wetter. Und die hast du gehört, die Greenkeeper machen hier auch noch richtig Alarm. Aber sonst ist alles okay. So, dann bin ich mal gespannt, was morgen läuft. Also morgen, man soll nämlich den Salilovic auch die ganze Kraft aufhören, die wir hier haben. Die wir hier haben müssen. Also das wird schwierig. Ich sage ja wieder, das sage ich fast jeden Sonntag. Du musst die absolute Laufbereitschaft haben. Und natürlich, du musst aufpassen, dass der Aubameyang dir nicht da 30 Mal wegläuft. Und wenn er weg ist, ist es genau wie der Werner. Sehr gefährlich, sehr gefährlich, sehr gefährlich. Ja gut, Dortmund ist natürlich klarer Favorit hier in Hamburg. Aber wir wollen mal sehen, was der HSV leisten kann morgen, der geschwächte HSV. Aaron fehlt uns ja auch. Ich hoffe, dass er gegen Bremen wieder spielen kann. Das wäre ja schon mal eine gute Sache, dass man noch ein bisschen mehr Technik hat. Ja gut, dann müssen wir sehen, dass die Abwehr gibt und Christian Martin, ja drücke ich beide Daumen, dass das wieder besser wird. Das war ja nicht so toll. Sonst alles klar, Jungs, für morgen. Alle Mann an Bord. Tschüssi, ahoi, tschüssi, tschüss, nur der HSV.